Aber das ist gut. Mitteltief ist genau das, was wir brauchen. Ja. Ich bin jedes Mal überrascht, wie flach diese Fische stehen jetzt zu der Jahreszeit, wenn hier an der Elbe die Planktonblüte da ist und das Wasser trüb. Geil. Yeah, Mann. Yes. Geil. Geiles Ding. Das ist an. Der gute Pinky. Müsste eigentlich was kommen. Mega. Oh. Alter. Juhu! Geil! Mein Herz. Dafür machen wir das alles. Dafür leben wir das. Endlich Juni, endlich genialste Zanderzeit des Jahres und ich stehe auf einer Buhne. Bei richtig hitzigem Rote-Birnen-Wetter, ne, wo einem der Schädel rot anläuft über den Tag. Das ist übrigens das geilste Elbenwetter, was du haben kannst, sind im Frühsommer. Philipp kommt auch, der ist noch unterwegs, der muss noch eine weite Strecke wegreißen und stößt dann mittags hier zu uns. Und jetzt werden die Zander gesucht auf einer neuen Strecke, wo wir übrigens noch nie geangelt haben. Wir lieben es einfach. Extremes Niedrigwasser haben wir. Deswegen fischen wir gerne im Strom draußen. Erfordert viel Konzentration, aber ist an den richtigen Strecken sehr effektiv. Das ist krass. Ey, das gibt's doch gar nicht. Oh, ist das herrlich. Wahnsinn! Da habe ich echt überrumpelt nach 6-7 Würfen. Geil! Wahnsinn! Ich bin jedes Mal überrascht, wie flach diese Fische stehen jetzt zu der Jahreszeit, wenn hier an der Elbe die Planktonblüte da ist und das Wasser trüb. Da kannst du die tiefen Buhnen in der Außenkurve fischen, da kommt nichts. Und diese plätschernden, langsam drehenden Mitteltiefen, sage ich mal, und bei dem Niedrigwasser jetzt noch flacheren Buhnen, stehen sie trotzdem da an den kleinen Wirbelecken da im Strom. Also, dass es so schnell geht und dass gleich so einer kommt, das weiß ich nicht, das kann man nicht planen. Hätte auch sein können, dass ich hier durch die ganzen Buhnen schlapp, schwitze wie verrückt, abreiße und nichts kommt. Kann auch sein. Und aber dass es so läuft, auf der Buhne war ich wirklich noch nie gewesen, auf dem ganzen Stück hier noch nicht. Einfach auf ein Luftbild geguckt, die könnten gut aussehen. Da kommt der Strom ran, noch vor der Außenkurve, also nicht die tiefen Buhnen. Und dann fischt man die mal an, ne? Und bumm. Und da erlebt man viel, lernt viel. Und jetzt haben wir wieder ein paar neue Spots hier, die wir erkunden. Philipp, beeil dich mal, wa?
Leute, ich bin auf der Autobahn auf dem Weg zur Elbe. Der Saisonstart steht für mich an. Endlich mal wieder Elbzander angeln. Sebastian und Brauni sind schon vor Ort, seit gestern schon. Die sind fleißig am Angeln. Und ich habe noch ein paar Kilometer zu fahren und hoffe, dass die beiden mir noch ein paar Zander übrig gelassen haben. Na, schauen wir mal. Jetzt knote ich wieder einen Einhänger an. Oft fische ich hier ohne Einhänger gerade an eine Strecke, die ich nicht kenne, wegen den Steinen. Es gibt manchmal Buhnen hier, die sind so schweinig. Aber hier, die sind ganz gut. Hier mache ich jetzt einen Einhänger ran, kann auch verschiedene Köder wechseln. Der hat jetzt nach dem zweiten, da habe ich schon einige mitgefangen. Mal einen neuen ran. Mehr braucht man nicht. So eine Krabbelbox. Viele schleppen unendlich viele Köder mit und einen ganzen Keller voll Köder. Das zeigt aber nur die Unsicherheit. Wenn du weißt, was du brauchst und wenn du damit umgehen kannst, Gefühl für die Führung hast und für die Plätze, dann brauchst du bloß so ein bisschen graben. Dann kannst du dich halt konzentrieren auf wenige Dinge. Aber es ist echt verrückt. Egal, wo du in dieser Elbe hinkommst, in jeder Flusskurve fängst du diese Dinger. Unter dem gleichen Muster. Irre. Jetzt ist Philipp da und ihr seht schon, wir haben das Boot als Wassertaxi dabei. Und den Kescher habe ich da auch, aber leider auf der ersten Buhne nicht mitgehabt. Man denkt nicht immer an alles. Gerade eine WhatsApp von Sebastian bekommen. Moin Philipp. Ja, Alter, du glaubst es nicht. In der ersten Buhne nach dem fünften, sechsten Wurf oder sowas, ein knapp 80er. Also, es geht was. Alter, klingt schon mal gut. Jetzt bin ich heiß. Jetzt bin ich richtig heiß. Die beiden sind auf dem Weg zu mir hier, an die Slippe. Jetzt geht's gleich los. Ich mach schon mal die Routen fertig. Da ist er! Da ist er. Grüß dich, meiner. Geil, Mann. Na? Wie lange bist du gefahren? 4 Stunden mit Zwischenstopps. Oh, einmal Kaffee geholt, dass ich auch durchhalte. Geil. Hat gut geklappt. Geil. Dickes Petri zum dicken Zander, Alter. Juhu! Wahnsinn. Ja, geil. Geiler Fisch. Du legst nach. Genau, ich leg nach. Mal gucken. Wir haben ja jetzt eine kleine Beißflaute, aber ich denke mal nachmittags, dann geht es nochmal scharf. Wir geben uns Mühe. Die sind bestimmt recht tief, oder? Was denkst du? Hier, wo die Betonung ist. Ja, die sehen eher so mitteltief aus. Aber das ist gut. Mitteltief ist genau das, was wir brauchen. Ja. Mitteltief oder flach, genau. Ja. Nicht zu tief auf jeden Fall. Was? Kann sein, dass die jetzt zu flach ist, aber das müssen wir mal rausfinden. Du brauchst eigentlich nur 4 Farben, ne? Was hell ist, was mit UV und fertig. Der hat mir heute schon ordentlich eingeschenkt, das Dekor. Vertrauen fischt ja mit, bekanntlicherweise. Diesmal nehme ich ihn mit. Ach, geil, wie das schwallt hier vorne. Sieht gut aus. Ausgestiegen. Oh. Das gibt's doch nicht. Wie? Boah, wow, krass. Geiler Tock? Ja. Geiler Tock. Oh, steigt da aus. Das gibt's doch nicht. Krass, Alter. Erster Kopf, den wir anfischen. Erster Kopf. Läuft. Aber echt, die meisten Zander der Elbe habe ich gefangen, da war der Köder keine 10 Meter von mir weg. Die meisten Fische so im Bereich des Buhnenkopfes, ne? Ja, der geht ja unter Wasser weiter, der Kopf, und dann in der Hauptströmung. Das machen wir ja oft, ne? Reingreifen und rumkommen lassen, ja. Und dann von genau dort... Genau, da kam ja auch mein Biss gerade. Genau, von draußen, vom Hauptstrom aus. Ja. Jetzt.
Ach, nur aufgesammelt. Krass. Ja. Das war kein Tock. Krass. Und eingeschöpft. Krass. Petri, Alter. Petri, Dank. Aber die beiden, die getockt haben, die hingen nicht. Und der nur so festgehalten hat, den habe ich erwischt. Süß. Wenn die hier stehen, da gibt es auch mal Fehlbisse. Psst. Kameramann. Dieser Wurf, der sorgt vor Adrenalin. So krass. So krass. Boah, der Kopf ist böse hier. Richtig böse. Boah, mein Puls. Das ist so krass. So nur angeln, Alter. Kriegst fast einen Herzkasper, nur weil du einen Wurf hier in den Kopf reinmachst hier vorne. Sack. Hätte eigentlich ein Biss kommen müssen hier vorne. Wie tief hat denn der 80er heute Morgen gebissen? Eine total flache Buhne. Die würde ich gar nicht anfahren. Ne? Sondern ich habe mich dann auf der Geraden dort, da war ein Kopf weiter innen. Und die Stromkante hat ganz langsam sachte vorbeigeplätschert. Und war es total flach und auch kaum Rückströmung drin. Und dort hat er dann weggesammelt. Oh, krass. Also durch das trübe Wasser können die echt an Stellen liegen, wo du die gar nicht vermutest. Dann kann es ja sein. Mhm. Ja, da kann es ja sein, dass es hier schon wieder zu tief und zu viel Strömung ist. Kann sein, dass wir wieder ein Stück rauf müssen. Ja. Aus der Kurve raus. Ja. Ja. Na gut. Wenn man schon mal am Boot zurück ist, gleich mal auftanken. Ich glaube jetzt, wenn es bedeckt ist, nehme ich mal die UV-Bombe hier, den Reaktor. Hau ich mir mal schön drauf. Dann checken wir die zwei Buden Strom auf noch aus und fahren dann mit dem Boot ein Stück weiter wieder an den Ausgang der Kurve. Meine Mütze habe ich jetzt auch endlich wieder auf. Boah, sind richtig viele Steine drin, habe ich gerade gemerkt. Ach, shit. Ja. Hänger sind in der Elbe nicht zu vermeiden. Ah, oh, gehackter Pressen. Ah. Das hat sich schon so komisch angefühlt. Auch spannend, Junge. Spannend, ja. Dresen, Dresen, seid's gewesen. Naja. War ganz schöner Apparat. Ganz schönes Ding. Ob man da Petri dazu sagen kann, weiß ich nicht, aber. Danke dir. Jetzt hat's gescheppert. Geil. Yeah, Mann. Yes. Oh, der hat ordentlich getockt, wa? Geil. Geil. Geiles Ding. Guck dir das an. Schön weggenagelt. Yes. Schöner harter Biss. Richtig geil. Schön am Bodenkopf weggesammelt im Strom. Mhm. Im flachen Wasser, die Bisse kommen so direkt und brutal. Jetzt sind wir runtergeschlappt an eine neue Buhne und haben hier hinten ein richtig schön schwallendes Eck entdeckt. Also das Prallwasser, das zurückkommt im Kessel, das prallt hier auf der Seite schön auf und hier bildet sich so eine Walze unter Wasser, so eine Strömungswalze. Und so eine Stelle ist heiß für Zander.
Also solche Plätze, da darf man nicht dran vorbeigehen und vorne gleich auf die Spitze drauf stürzen, sondern immer erstmal einen Wurf hier reinmachen. Wenn man merkt, hier, es könnte ein interessanter Platz sein, da schwallt's gut. Dementsprechend könnte der Platz auch tief sein. Und ja, ist immer mit Fisch zu rechnen. Ganz wichtig, Rute hochnehmen. Nur für einen ganz kurzen Bodenkontakt sorgen, weil sonst hängt der Ruckzuck drin in den Steinen. Der wird von der Strömung ja reingetragen in die Packung hier vorne. Deswegen immer schön Köder auf Spannung halten. Ganz kurz auf dem Boden aufkommen lassen, anheben. Sehr geil. Schöner. Petri meiner. Petri, Dank. Boom. Der hat's gewollt und hat's auch gekriegt. Ja, da habe ich eine schönen 6-0er Anker geschmissen hier. Knack. Ja, das ist wie ein Gaff, das Ding. Das ist doch ein schöner. Aber den für die Küche heute Abend haben wir schon. Warum macht man das mit dem Zanderangeln? Man liebt einfach diesen Biss. Was ist es, was das Zanderangeln so reizt? Dieses Paff. Das ist es. Hier unten drin, Alter. Ja, im Hauptstrom reinpendeln, rumkommen lassen. Oh, den hätte ich eigentlich kriegen müssen. Wie heißt der chinesische Zanderangler? Hetch Ham Ken. Strandzander gibt es heute. Da haben wir einen in guter Küchengröße aus dem Leben gerissen. Damit wir nicht hungrig sind am wilden Fluss. Guten Morgen. Keine Gefangenen gemacht. Herrlich. Wenn Tag so losgeht, was will man mehr? Pegelstand, das sinkt immer mehr in der Elbe hier. Über Nacht bestimmt nochmal 30 cm verloren. Da wird es umso wichtiger, dass man in den Hauptstrom wirft, diesen Pendelwurf in den Hauptstrom macht und dann reinfischt in die Buhne. Je niedriger der Pegelstand ist, umso krasser Richtung Hauptstrom stehen die Fische. Kann man richtig weit reinwerfen und dann lässt man den hier, hier rumkommen in die Buhne, in die Strömungskante rein. Müsste eigentlich was kommen. Mega. Oh. Alter. Ich sag noch, hier müsste eigentlich was kommen. So krass. Ich nehme ihn jetzt mit an. Da ist er. Schöner, knallharter, trockener Biss.
jetzt mir die Seite aber auch aus dem Finger gezerrt hier mit dem Anhieb. Spritzig, die Elbzander. Oh, mega, so ein brutal harter Biss. Was war die nächste? Der kleine Zander hat ihn eingefalten. Oh, voll eingefalten. Mega. Ja, dieser kurze Haken und bumm. Schlürft dann weg wie ein Rollmops. Auf der Preisseite hier im Wirbel ein mega volles Rohr weggetoppt. Das ist so knallharte Biese. Ich liebe es. Voll weggenagelt. Voll. 16 cm Megakauli. Richtig inhaliert. Geiler Zander. Schon der zweite jetzt innerhalb von ein paar Würfen auf der Prallseite hier. Hier ist eine schöne Verwirbelung. Das sind sie, die Kollegen. Wie das den weggehauen hat, den Mega. Übrigens, wir lieben es ja, diesen guten Content zum Zanderangeln speziell für euch zu produzieren. Und wenn euch unsere Videos gefallen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einfach mal ein Abo da lasst, ein Gefällt mir da lasst und vielleicht mal auf unserem Instagram-Profil mit vorbeiguckt. Da posten wir täglich richtig gute, hochqualitative Bilder. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und Glocke nicht vergessen. Genau, ganz wichtig.